Ja, das kriegen wir jetzt hier so mitgeteilt, so beiläufig. Ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg und schauen, was es damit auf sich... Erstmal gucken, was unser Leben so sagt. Wir wollen ja jetzt nicht am nächsten Gegner verrecken. Oh, sie hat durch ein Level-Up einen MP-Punkt erhalten. Coole Sache. So, nicht Magie, nein. Objekte, bitte. So, Magic Droplet, haben wir ja noch ein paar. Zip. Wunderbar, das sollte reichen. Was machen wir denn mit unseren Moonberries? Ja, was machen wir denn? Schalten wir frei? Oh, ich weiß gar nicht. Ich würde ja gerne mal... Ach komm, nehmen wir Finas. So, die habe ich noch nie wirklich freigeschaltet. So. So, da haben wir die Mondsegnung. Fina erbittet den Segen des Silvermoon, der alle Gruppenmitglieder regeneriert. Ups. Das war der falsche Knopf. So. Kostet 12 SP. Die Luna-Glyphe. Fina nutzt die Macht des Silver Moon, um einen Feind zu schädigen und eventuell zu versteinern. Silver Moonlight befreit alle Verbündeten von allem Negativen außer Bewusstlosigkeit. Das ist ja schon relativ vorteilhaft, kann man sich nicht beschweren. So, aber wir wollen ja jetzt zurück nach Nasrat, weil das ja jetzt von dem guten Ramirez angegriffen wird, obwohl es so eingenommen werden könnte, will er es lieber zerstören. Ja, immer dasselbe mit diesen... Valuanern. So, da haben wir noch ein paar Handelsschiffe. Oh, da unten ist eine Entdeckung, stimmt. Dich kriegen wir. Ah, das war zu erwarten. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit vorangekommen, ohne einen random Kampf. Aber da wir jetzt wieder vier sind, ist das wahrscheinlich gar kein Thema. Ach, und es ist nur ein Gegner. Du greifst an, du greifst an, du greifst auch an und bei dir wechseln wir erstmal... Ah! Ah! Auf gelb, genau. Und wir treffen... Oh, das Vieh hat Leben. Scheiße. Ja, komm, mach's kaputt jetzt. Nein! Nein? Ja? Yay! Hast du gut gemacht, Gilda. Mann, der hat echt einen stylischen Mantel. Also die Klamotten in dem Spiel finde ich brutal geil. Hier dieses Sylvita-Kleid, das ist göttlich. Da würde ich echt mal gerne jemanden drin sehen. Dann Skypes Weste. Gildas geiler Mantel. Wobei Eikas Equipment da ein bisschen... Hinterher hängt dann doch. Muss ich zugeben. Bisschen. Minimal. Nein, komm her. Komm her. Ich will dich, du Sau. Und wir haben gefunden. Du hast die Zeitenkarte gefunden. Da hat der Artikel gefehlt. Was einst eine in eine schöne Steintafel gemeißelte große Himmelskarte war, ist nun eine vom Wetter zerfressene, zerbröckelte Platte. Diese Karte soll nur ein Teil des Originals sein. Jedoch weiß niemand, wie sie auf dem Wasser gleiten kann. Hä? Wasser? Okay, Wasser. Dann halt eben Wasser. So, wir wollten nach Nasrat. Das war hier, hinterm Berg. So, und dann würde ich sagen, landen wir mal und gucken uns den Random Kampf vorher noch an. Ja. War ja irgendwie, klar. Aber kein Problem. Oh, wir haben sogar Erstangriff. Da machen wir das gleich mal so. Du machst das Schwertregen und ihr wehrt einfach ab. Da kommen wieder die zellulären Laserbeams hier. Bis auf die letzte Zelle sind die voll mit Drucken. Und... Wow, Fina. Wow. Hut ab. Da hätten wir auch normal angreifen können scheinbar. Der macht auch noch einen Gegenangriff. Tja. Ist ja nicht normal. Ist die Carnella, Carnelona, Carneloni hier auch noch vor uns dran? Nein. Na dann. Mit dem Schwertregen haben wir da einzelnen Gegner umgehauen. Ach, das war's doch wert. Yeah, we did it. Was ist das? Ach, das ist die Flagge. Die Fahne. Ich dachte gerade, was weht denn da über ihrem Kopf rum? So, nicht mehr viel. Dann hat Fina den letzten Zauber freigeschaltet. So, komm jetzt, lass mich hier... Oh, hier ist ja noch gar nichts passiert. Uns geht's gut. Ha, das ist ja was seltsam. Naja, was sollen wir denn bitte machen, ne? Ich würde sagen, da wir jetzt ja hier in Nasrat sind, ja, gehen wir einfach mal irgendwo hin. Vielleicht einkaufen. Das wäre doch eine gute Idee, oder?
Das wäre eine gute Idee. Na dann. Ich hatte gehofft, einen Haufen Gold zu finden, damit ich ein großes Schiff kaufen kann. Ja, das war jetzt super. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kannst du dir vielleicht doch eins kaufen, Eike? Diamada! Wie ist sie denn hierher gekommen? Der königliche Palast. Sieht so aus, als wollten sie mit Nasra ein Exempel statuieren. Weiß, wenn wir hier nur herumstehen, sind wir alle tot. Zu den Docks! Unser Schiff, es brennt! Fina? Also hier bist du. Ich habe nach dir gesucht. Ramirez! Fina, du kennst ihn? Hast du diesen Angriff angeführt? Ja. Ab heute gehört Nasra dem Valuan Empire. Und ich werde euch mit nach Valua nehmen. Ergebt euch, oder ihr werdet alle sterben. Weiß, bitte tu, was er sagt. Fina! Bitte, du kannst sie nicht besiegen. Jetzt noch nicht. Mach, was er sagt. Wir haben nicht gespeichert, ne? Also, normal würde ich ja kämpfen. Aber das Spiel sagt hier eindeutig, ne? Du weißt, das ist zwecklos. Also, strategisch gesehen, was ja unserem Rang dient, wäre es komplett schwachsinnig, jetzt zu kämpfen, weil wir unsere Gruppe in Gefahr bringen. Deswegen ergeben wir uns. Normal würde ich da wahrscheinlich trotzdem kämpfen, weil es einfach der Stolz dann doch nicht zulässt. Aber wir werden hier strategisch klug für unsere Gruppe entscheiden, die gerade erst wieder zusammengefunden hat. Okay, wir ergeben uns. Eine gute Entscheidung. Nehmt die Luftpiraten gefangen. Bringt sie zurück zur Grand Fortress. Ramirez, warum tust du das? Du hast den Red Moon Crystal und den Green Moon Crystal verloren. Boah. Gut gemacht, Geldschein. Nasra war unser einziger Feind mit einer Flotte. Jetzt beherrschen wir den Himmel. Wir allein. Bald wird sich die ganze Welt vor Valuas Macht beugen und mich als Herrscherin verehren. Jawohl, Eure Hoheit. Soviel ich weiß, hatten diese Sylvita-Mädchen und die Luftpiraten die Mondcrystals in ihrem Besitz, als sie gefangen genommen wurden.
Bringt das Mädchen und die Kristalle zu mir, was diese Luftpiraten angeht. Ich wünsche, dass sie in Lower City hingerichtet werden. Ich möchte, dass die Leute ihrem Tod beiwohnen. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass alles so verläuft, wie ihr... Warte! Mutter, ich habe gerade gehört, dass unsere Flotte NASA zerstört hat, als es wehrlos war. Wie konntest du? Warum musstest du so viele unschuldige Menschen töten? Ich weiß, wir sind dabei, unser Land zu vergrößern, aber wenn wir diese brutalen Taktiken anwenden, wird sich das Volk gegen uns erheben. Bitte, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Hol unsere Truppen aus NASA heraus. Sei still, Auric! Es ist Valuas Schicksal, die Welt unter sich zu vereinen und sich im Ruhm der 6 Monde zu sonnen. Wie sollen wir die Welt ohne ein wenig Blutvergießen in unsere Gewalt bringen? Aber, Mutter! Wie kannst du erwarten, den Thron eines Reiches zu erben, das ich unter so harter Arbeit aufgebaut habe? Du bist ein zu großer Feigling. Geh mir aus den Augen! Sehr wohl. Ich hasse Valua. Hier ist es immer so dunkel und trübe. Ja, vor allem wenn du in einer Gefängniszelle eingeschlossen bist. Valuaner haben keinen Sinn für Gastfreundschaft. Hey Wachen, können wir etwas zu essen bekommen? Wie wäre es mit etwas zu trinken? Frauen, Schätze. Ich glaub's nicht, dass wir wieder in Valua sind. Ich frage mich, wo man Weiß und Fina gefangen hält. Wird hier das Luftpiratenmädchen gefangen gehalten? Ja, Admiral Vigoro, aber Sir, warum interessiert Sie das? Das braucht dich nicht zu kümmern. Geh schon und mach dich irgendwo anders nützlich. Also was haben wir denn hier? Schöne Beine und Kurven an den richtigen Stellen. Naja, vielleicht könntest du obenrum noch ein paar Zentimeter mehr vertragen. Wer sind Sie? Und sind Sie immer so direkt? Ich bin Vigoro, der härteste Mann in der Armada. Ich bin überrascht, dass du noch nicht von mir gehört hast. Die Frauen, mit denen ich zusammen war, erzählen gerne davon. Ich habe noch nie im Leben von ihnen gehört. Wo hält man Weiß und Fina fest? Machen Sie, dass Sie wegkommen, Sie Widerling! Sie sind völlig verschwitzt und haben ein echtes Problem mit ihrem Körperhaar. Und was riecht hier so? Ach komm schon, Rotschopf. Lass uns das machen, was ich meinen Freunden sowieso erzähle, dass wir es gemacht haben. Wir zwei beiden können zusammen schön Musik machen. Oh Mann, diese Stelle. Göttlich. Igitigit, Sie sind ja ekelhaft. Vigoro, so ein mega Macho, so ein lustiger und interessanter Charakter. Der kommt nämlich noch ein paar Mal vor. Nun ja. Das wird ja ein toller Tag. Zusammengefasst, bis jetzt wurden wir gefangen genommen, von Aika und Fina getrennt und haben alle Kristalle verloren. Was kommt als nächstes? Vielleicht werden sie uns foltern? Ein perfektes Ende eines perfekten Tages. Weiß, du machst es nur noch schlimmer. Nimm's leicht. Hä? Oh, Willy. Wie geht's dir denn?
Sehr schlecht, sehr schlecht. Haha, wirklich? Du musstest den ganzen Weg hierher fliegen? Das wundert mich nicht. Gilda, an Willis Bein hängt ein Zettel an einem Stück Draht. Wir fangen um Mitternacht an, die Festung zu bombardieren und erwarten euch draußen, die Claudia. Ha, das ist nicht das erste Mal, dass mich meine Leute aus dem Gefängnis holen müssen. Sie kennen das schon. Tja, also die Claudia ist vielleicht nicht in der Lage, die Gwen Fortress ganz allein zu zerstören, aber sie kann eine ganze Menge Schaden anrichten. Dann können wir fliehen. Genau. Das ist jedoch noch... Da ist jedoch... Hallo? Da ist jedoch noch ein Problem. Wir müssen aus dieser Zelle heraus. Überlass das mir. Der Draht an Willis Bein hat einen Zweck. Diese Tür bekomme ich in 0, nichts auf. Natürlich. Hey, gibt es etwas, das du nicht kannst? Was ist das? Was ist los? Auf der Rückseite dieses Briefes steht etwas geschrieben. Oh, also, was steht da? An meinen liebsten Gilda, ich kämpfe auch um deine Freiheit. Für dich, mein Liebster. Deine Busenfreundin, Clara. Und unten ist ein Lippenstiftabdruck. Clara? Sie ist auch hier? Also, wenn man diesem Brief Glauben schenkt, ja. Ja, weiß. Wir brauchen hier eigentlich gar nicht auszubrechen, oder? Was redest du da? Wir werden gehängt. Gehängt werden oder mit Clara festsitzen? Keine leichte Wahl. Ach. Wow, ich bin beeindruckt. Willy, sag den Männern, sie sollen mit einem Fast Locker auf mich warten. Ich glaube, ich kann es gebrauchen. Hi, hi. Nun denn, ich hole unsere Waffen, gehen wir. Ha, vergessen wir Eika und Fina nicht. Ich gehe nicht ohne sie. Einfach ein super cool, super toll inszenierter Charakter, dieser Gilda hier. Einmal ist er ein cooles, also mehr oder weniger cooles Arschloch. dann ist er einfach lässig cool. Und dann hat er Angst vor Clara und will nichts von der wissen eigentlich. Und dann kommen so Sprüche wie hier. Ach komm, bleiben wir doch im Gefängnis und so ein Kram. Hammer. Einfach Hammer. So, können wir jetzt eigentlich hier irgendwo speichern? Dann hätte ich vielleicht doch mal früher speichern sollen. Schande. Ah! Hey, das hat sich wie Eika angehört. Na klasse. Naja, dann müssen wir erstmal Eika retten gehen. Vielleicht will sie ja nicht gerettet werden, wer weiß. Nein, doch, die will bestimmt gerettet werden. Oh ja, da können wir speichern, da links, habt ihr das gesehen? Aber erstmal machen wir jetzt hier die Elite fertig. Die Einhörner. Die Executor. So. Eigentlich brauchen wir mit den beiden ja kein Gelb zu nutzen, weil sie ja eh, langsamer in Gelb leveln. Aber das passt schon. Das passt. Gegenangriff, komm, 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 komm. Ja! Ja! Nein, das lebt doch, du Spackding! Du Spacko-Fatz, du. Na, dann machen wir es so. Kein Problem hier. Und... weggenatzt hier. Tolle Elite-Wache. Der Exekutor. So. Und der mit seiner Knarre hat schon ein bisschen Stil. Minimal. Der Gilder. That was easy. So, wir könnten mal eine neue Waffe gebrauchen. Das wird langsam langweilig mit den Heizähnen da und dem Blut. So, ein bisschen EP. Oh, der hat gleich einen neuen Zauber drauf. So. Dann machen wir jetzt aber hier mal eine Speicherung. Ja, machen wir hier einen Nasrathafen. Zack. Ach, da hatten wir eben gespeichert. Oh. Okay. Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ha. Na dann. Naja, gut. Dann mache ich jetzt mal Schluss, sage ich mal so. Und wir retten im nächsten Part direkt mal Eika vom Vigoro, dem Viagra-gesteuerten, nein Quatsch, dem, minimalen Macho-Boy. Und schauen dann mal, wie es weitergehen wird. Es wird jedenfalls jetzt demnächst sehr, sehr interessant mit diesem Valua-Part. Und danach
geht das Spiel so richtig übel los, Leute. Also danach geht es so richtig heftig. Also da fängt das Spiel wirklich so richtig an. Man kann natürlich nicht sagen, dass es dann erst anfängt, aber danach, ihr werdet es verstehen. Also wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Mach's gut, ich bin raus. Ciao.